So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ich versuch's diesmal im Part, mich für einen Dungeon anzumelden. Für die Michana in diesem Fall. Wenn das nichts wird, dann wird das nichts. Ich bin jetzt gerade auch nicht unbedingt darauf aus, auf Teufel komm raus, jetzt hier einen Dungeon-Part zu besuchen. Das kann ich auch ruhig dem Zufall überlassen, ob ich das jetzt mache oder nicht. In der Zwischenzeit werde ich jetzt hier erstmal fleißig weiter questen. Finster, die müssen wir töten, ne? Ja. Holen wir uns erstmal mein Pet hier. Und dann geht's frisch ans Werk. 2 von 5. Ja, mit der Halar-Wache hier muss ich auch nochmal sehen, wie ich die Quest hier am ehesten mache. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie die geht. Und im Moment hat die Horde sowieso keine Wachen. Das heißt, da hätten wir gerade sowieso keine Aufgabe. Wenn die jetzt 15 Wachen hätten, hätte ich gesagt, komm, machen wir kurz einen Abstecher und schauen uns das Ganze mal an. So geht das leider nicht. Was sind das? Ach, genau. Wir müssen ja auch noch Leute hier verbrennen. Einmal hier. Na, ist doch Reichweite. Wow, da muss man ganz schön nah dran sein. Und man muss sie anklicken. Und das Ding hat auch noch Cooldown. Wow. Das ist ja echt fail. Und das war auch fail, weil mein Hagel nicht alle Targets getroffen hat. Ach ja, hier genau, wartet. Bevor ich es vergesse. 3 von 10. Ja, nochmal an dieser Stelle übrigens. Die Abstimmung über das nächste Projekt, das läuft noch bis nächste Woche. Das habe ich ja schon mal erzählt. Im Moment sieht es nach Gothic 1 aus. Sagt mir persönlich auch sehr zu. Von daher werde ich jetzt auch nicht mehr groß die Werbetrommel rühren. Entweder wird noch für was anderes abgestimmt oder auch nicht. Denn mit Gothic kann ich wirklich außerordentlich gut leben. Ich muss halt nur zusehen, dass ich das dann auch zeitnah mal anfange und das dann nicht Ewigkeiten vor mich her schiebe. Denn das mache ich auch sehr gerne. Aber ich denke, dass ich dann damit direkt nächste Woche anfangen werde. Boah, das Ding hat 8 Sekunden Cooldown. Wow. Das ist richtig krass. Dauert ja Ewigkeiten. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, heute ist mir übrigens auch aufgefallen, dass wir ja, mit Stufe 70 wieder ein neues Road so far Video machen müssen. Das habe ich jetzt vorhin angefangen. Und ich denke, morgen werde ich das zu Ende schneiden. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video seht, bis dahin ist das Ding wahrscheinlich schon längst draußen. Bei diesen Videos ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, irgendwie den passenden Soundtrack dafür rauszusuchen. Diesmal habe ich auch wieder was sehr Schönes gefunden. Allein die Vorstellung, wenn ich jetzt schon mal überlegen würde, ich würde irgendwann, keine Ahnung, YouTube-Partner werden oder weiß der Teufel was, dann könnte ich schon mal direkt nicht mehr irgendwie so copyright-geschützte Musik verwenden. Das, was ich jetzt ja mache, das ist quasi Grauzone. Solange das geduldet wird, ist es in Ordnung. Aber als Partner darfst du das ja schon mal strikt nicht machen. Und das fände ich schon mal mega ärgerlich. Dann hat man nur so eine begrenzte Auswahl an keine Ahnung, lizenzierten und copyright-freien Musikstücken. Meistens ist die Qualität von den Liedern dann halt auch dementsprechend schlecht. Beziehungsweise einfach nicht so gut. Ich meine, die meisten Leute kennen die verschiedenen copyright-freien Lieder, die auch von den großen YouTubern zum Teil benutzt wurden und immer noch benutzt werden. Das ist irgendwie, keine Ahnung, man hört dann diese Melodie
in einem bestimmten YouTube-Video, dann guckt man wenig später ein anderes YouTube-Video und hört man die gleiche Melodie drin. Einfach weil die Leute darauf angewiesen sind, diese Musik zu verwenden, wenn sie denn dann das Video monetarisieren wollen. Allein das würde mich stören. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn Künstler sagen, ich möchte nicht, dass meine Musik verwendet wird. Vor allen Dingen nicht, wenn dann nochmal irgendwie Gewinn daraus geschlagen wird. Aber solange da kein Einspruch gegen erhoben wird, finde ich, kann man die ganzen Sachen schon benutzen. Ich meine, man merkt's ja. Wenn die was dagegen haben, man wird ja mal getriggert auf YouTube. Das heißt, man kriegt so einen Hinweis, dass es copyright-geschützte Musik ist. Ist aber noch halt verfügbar in den meisten Fällen und dann war's das. Dann ist alles okay. Das ist dann halt der Claim, hallo, das ist nicht mein Eigentum, meine lizenzierte Musik, sondern die gehört dem Urheber. Aber ich kann sie weiter verwenden, weil er halt keinen Einspruch dagegen eingelegt hat und dementsprechend auch ich kein Strike bekomme oder so. Weil er halt gesagt hat, ist okay, wenn die Leute meine Musik verwenden. Soll dann halt nur da drunter stehen. Und das finde ich ist eine gute Einstellung. Damit kann ich sehr gut leben und ich hoffe dementsprechend auch die Künstler, aber wenn sie das nicht können würden, ich denke, dann würden sie dementsprechend halt auch da Einspruch erheben und alle Videos, wo die Musik von denen verwendet wird, keine Ahnung, direkt schack. Striken und sperren. Die Musikerkennungssoftware auf YouTube ist ja mittlerweile so unglaublich gut, dass da überhaupt gar keine Probleme gibt, die hier zu erkennen. So, ich renne jetzt hier einfach mal durch. Das wollte ich gar nicht. Shit. Wenn ich mal jetzt nicht ein Problem habe. Ja, ich sterbe. Oder auch nicht. Das lädt immer noch auf. Wow, dass ich das überlebe hier. Gibt's ja gar nicht. Ja, da habe ich gerade den Schaden auch wieder komplett unterschätzt. Wow, richtig schlecht. Na komm, erstmal was essen. Ja, okay, Hala gehört uns jetzt uns. Das heißt, dementsprechend können wir jetzt gerade die Quest sowieso nicht machen. Denn wir müssen dafür feindliche Kämpfer von Hala töten. Funktioniert halt nur, wenn Hala auch im feindlichen Besitz ist. Und das ist es im Moment nicht. Da ist mir einer zuvor gekommen. Ja, mein Pet zerstört, fällt mir gerade mal auf. Die kleinen Mistkröten. Hier bei den Castern kann man ja, wie gesagt, die Zeitkrümmung immer klauen. Das darf man nicht vergessen. Das ist dann immer ein kleines Heldentum, was man sich hin und wieder mal immer buffen kann. Da ist der Käfig. Übrigens. Wo wir den Guten nochmal hier. Schönes Heldentum. Kann ich noch nicht wirken. Und auch recht lange, ne? Also 30 Sekunden. Ohne nervigen Debuff zu bekommen, Leute. Genau, befreien. Kochki, das zweite Mal rennen. Ich hoffe nicht nochmal ein drittes. Aber ich denke, das sollte meine Lehre sein. Dass er sich nicht nochmal fangen lässt.
So, obwohl ich diese Höhle jetzt schon 20 Millionen Mal gesehen habe in World of Warcraft, weiß ich gerade nicht, wo ich hier rauskomme. Diese Fähigkeit ist noch Das nicht ist ein bereit. Armutszeugnis. Hier. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Nochmal Heldentum klauen. Ich noch nicht wirken. Vielen Dank für die Blumen. Beziehungsweise fürs Heldentum. Allerdings wird es jetzt einfach verfliegen, weil ich jetzt gerade nicht kämpfen kann. So eins. Ach, da müssen wir wieder Oger töten. Also generell in Nagrand haben die Oger irgendwie so die Vorherrschaft übernommen. Es gibt hier wirklich drei Spots für Oger. Das ist hier, dort und nee, sogar vier. Hier, 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 hier und hier. Ja. Und im Zweifel noch irgendwo, was ich gerade übersehen habe. Also hauptsächlich hier in Nagrand sind die Oger heimisch. Sollte es irgendwann mal eine neue Klasse geben, eine neue Rasse, dann hoffe ich ganz klar, dass es sich dann um Oger handeln wird. Heyo, komm her. Eieieiei. Diese Totems gehen mir auf die Nerven. Mistige Totems. Hier ist übrigens ja auch die Arena-Quest. Die könnte ich mal eben eigentlich mal ausprobieren. Vielleicht schaffe ich den ersten, ja. Das wäre lustig. Ah, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Aber egal, einen Versuch mache ich. Wie geht's denn so, Mann? Fünf Spieler normalerweise. Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. So, jetzt kommt der Erste. Ich hau dann gleich einfach ab. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Hey, doch. Ja, wir machen dem gut Damage. Aber es reicht dann doch nicht. Zu viel Damage kriegen wir da rein. Aber mein Damage war auch ganz gut. Also wenn wir einen Tank hätten, dann wären die auf jeden Fall machbar. So aber leider nicht. Nicht als Magier. Da habe ich mir die falsche Klasse ausgesucht. Hätte ich sowas wie Hunter spielen müssen. Paladin. Halt irgendein Tank oder so. Das wird auf jeden Fall auch funktionieren. Decay natürlich überhaupt kein Problem. Aber als Mage, keine Chance, habt ihr ja gesehen. Vor allen Dingen, das sähe anders aus, wenn ich die Gegner frosten könnte. Also wenn ich sie CC'en könnte, aber das geht ja leider auch nicht. Diese Totems machen auch echt Aua. Was übrigens die Elder Scrolls Online angeht, das ist nicht aus der Welt. Ich möchte das nochmal betonen. Das kommt nochmal irgendwann. Halt, es ist im Moment noch nicht free to play. Und dementsprechend kann ich es im Moment nicht spielen, weil ich einfach keine Lust habe, zwei Abo-Games zu bezahlen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Aber das kommt. Das kommt. Verlasst euch drauf. Ich weiß nur noch nicht genau wann.
muss ja auch selber zugeben, dass es mir damals unglaublich viel Spaß gemacht hat. Aber irgendwie ist es dann doch nicht dazu gekommen, dass ich es mir dann nochmal wirklich geholt habe. Also ich war, habe mich gefreut wie ein kleines Kind, als ich die Beta spielen konnte. Zorbo der Berater töten, wo ist der denn? In der Höhle dort? Ja, okay. Einmal die Oger hier aus dem Weg räumen. Unser Dungeon weit ist ganz schön fortgeschritten, aber ich denke, dass das nichts mehr wird. Vor allen Dingen, weil ich gleich den Part beenden werde. Wow, jetzt haben wir auch schon wieder einen Haufen Quests hier. Ich fahre jetzt nochmal eben schnell zum Thron der Elemente und schaue mir das an. Denn dort haben wir auch noch eine Quest zum Abgeben. Ich weiß nicht, ob das eine Endquest war, eine finale Quest oder ob es da nochmal eine Folgequest gibt. Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß gerade auch nicht, was das für eine Quest ist. Dass sie jetzt im Grunde Elemente reist und mit Elementar. Ja, das ist eine Folgequest. Da wird es eine Folgequest geben. Da kann man schon mal drauf einstellen. Vielleicht auch eine Quest, wo wir hier oben aufs Elementarplateau müssen. Hier, da oben war ja früher der Spot, wo man farmen konnte. Ne, jetzt nicht. Heute nicht mehr, ist zu spät. Der Spot, wo man die ganzen Uhr-Items farmen konnte, die Uhr-Mats. Nee, doch keine Folgequest. Hätte ich gedacht. Schön. Oder nicht schön, je nachdem, wie man es nimmt. Gut, Leute, dann war es das hier an dieser Stelle. 2 Uhr. Schöne Zeit, um ein paar zu beenden. Wir hören uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.